Herzlich willkommen auf YouTube zur nächsten Folge unseres Multi-Let's Plays. Hier auch vom heutigen ersten Streamabend von der Galgenberg. Und bei mir ist wieder der Stefan. Hallo. Und der Stefan fährt gerade unsere erste Holzlieferung, um mal zu gucken, was wir denn für einen ganzen Anhänger voll Holz bekommen. Und ich gucke nochmal nach einem Baumsetzer, ne? Den brauchen wir ja auf jeden Fall, ne? Ja, guck auch gleich mal nach einem LKW. Ja, ich glaube, einen Forst-LKW haben wir nicht dabei, aber. Also die Original-PL fährt 8 km/h und hat, glaube ich, 10 Meter. Dann haben wir die aus dem Standard, aus dem Paket mit verschiedenen Setzweiten, ne? Abständen. Sollen wir die aus dem kleinen Forstpaket dann nehmen mit 10 Metern? Weil die kann ich notfalls nachher noch modmäßig bearbeiten. Falls wir da was dran ändern wollen. Und wir können die Farben selbst bestimmen. Was hättest du denn gern für Farben? Das ist völlig egal. Ja, wenn es dir egal ist, dann immer pink. Von mir aus, du musst damit fahren. Ach scheiße, da war noch was. Das sieht doch stark aus, oder? Grün-Gelb. Ja. Logo, ne? Wir können ein Hirschfeld-Logo draufpacken. Können wir auch lassen. Dann muss er aber auch orange sein. 26.000 kaufen oder mieten? Kaufen, ne? Ja. So, dann habe ich hier noch einen Mod mitgebracht. Der heißt, das ist die Joskling 3.box. In der Forstausführung. Die ist wofür? Um die Setzlinge reinzusetzen. Ach so, ah ja, okay. Na, da kannst du nämlich dann vorne an den Traktor machen. Mal gucken. Wir haben die erste Bahn gleich fertig. Uah. Verkehr. Was ist denn hier Verkehr? Habe ich den genehmigt? Ja, Babys, wie man das daran könnte ich zeigen, wie man Arbeitsgeschwindigkeit von einem Gerät verändert. Ne? Und wir brauchen eigentlich einen Stapler, ne? Am Hof. Ja, eigentlich schon. So, da reicht aber der billigste, ne? Der kleine Manitou ist der billigste. Ja. Weißt du zufällig, wo der Verkaufsträger hier ist an dem Sägewerk? Nein. Okay, dann versuche ich einfach mal. Ja, warte, wir kommen gucken. So, pass auf. Also ich würde sagen, hier wird verkauft, oder? Also hier ist der Hackschnitzelverkauf? Ja, ja. Aber da würde ich sagen, kommen Stämme hin, oder? Ja, würde ich jetzt aber nicht abladen. Ich wäre einfach drüber gefahren, aber gut. Ja. Wo ist denn das Ausrufezeichen? Für den Verkauf? Da stehe ich gerade drauf. Ah, da stehst du drauf, okay. Ja, ja. Soll ich mal versuchen, rüber zu fahren? Ja, ja. Okay, pass auf, wir haben jetzt 46.000. Das müssen wir uns natürlich merken, ne? Ah, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Ich denke, so kannst du erstmal stehen bleiben. Boah, guck mal. Über 30.000. Ist aber okay. 31.700 für eine volle Ladung Holz. Also da habe ich jetzt mit deutlich weniger gerechnet. Okay.
Was mir hier an diesen MAN sich gefällt, ist, dass die manuell geschaltet sind. Ja, und so ein Volvo. Er ist ja nicht wirklich Forst, ne? Ist auch manuell geschaltet. Wo ist der wirkliche Unterschied bei einem Forst-LKW? Da guck dir doch mal hier die Bodenfreiheit an. Ja. Es gibt tatsächlich richtige Forst-LKWs, ne? Im LS. Aber welcher Scania war das denn, den du beim ersten Mal auf der Hof Bergmann gekauft hast? War das dieser Scania S? Ja, das war der 4x2, weil der hatte, ne, dadurch hat er natürlich weniger Ja. Reifen. Ist relativ kurz. Aber der hat halt keine Bodenfreiheit, wie du siehst, ne? Ja. Der bleibt an jedem, das war ja das Problem, der bleibt an jedem Teil hängen. Ja, gut, das ist natürlich wahr. Pass mal auf, ich guck mal kurz, das sieht man natürlich jetzt nicht. Ich guck mal kurz auf Forbidden Mods. Forstfahrzeuge. Weil da kann man viel schöner suchen. Und dann sagen wir hier Mod-Hub. Dann haben wir 4 Seiten Forstfahrzeuge Mod-Hub. So, da haben wir den MAN Forst Spezial, aber das ist so ein Teil mit Kran. Forstsattelzug, der ist aber eher so zum Ziehen gedacht und nicht zum Fahren. Den hier schauen wir uns mal an, weil vielleicht werden wir dann einfach für die nächste Folge einen kurzen Neustart machen und uns so einen Forst-LKW zulegen. Aber wir brauchen halt keinen mit einem integrierten Häcksler oder sowas, ne? So, dann haben wir hier LS22 LKW. Suchen nach Borst. Tatra Phoenix. So, wenn ich hier suche, kann ich nicht sagen. Das ist ja doof. Also, ich habe hier ein MAN TGS Spezial. Der sieht reichlich dämlich aus, oder? Vielleicht gehe ich mal. Ich gucke mal, ob ich hier umschalten kann. Ach, guck mal. Geht doch. Ich habe hier den hier gefunden. Den kann man auch noch drehen. Aber der sieht reichlich dämlich aus, oder? Ich kann ihn nicht sehen. Im Stream. Nee, ich sehe im Stream, bist du immer noch auf der Seite beim Händler? Ich kann da nichts sehen. Ich weiß nicht, ob mein Stream zwischendurch mal gehangen hat oder so, aber ich sehe jetzt gerade nichts. Okay. Wenn ich jetzt in den Stream gucke, bist du immer noch beim Händler und guckst dir den Scania an. Ah, jetzt sehe ich was anderes. Also eigentlich sollte jetzt hier die Seite, Mod-Hub-Seite auf sein. Mod-Hub weiß ich nicht, aber ich sehe gerade so MAN-Fahrzeuge, die so ein bisschen aussehen wie so ein Satteltrack. Ja. Da war ich auch gerade.
Ich habe hier einen Tatra Phönix mit Kran. Mods. MAN Forst. Das ist, jetzt habe ich hier Tausende von Mods, die jeder findet. Zeigt mir jetzt auch jede Karte an, auf der Forst möglich ist und alles. Das ist irgendwie doof. Tatra. Tatra, Phönix, Rudolf Peck. Kann man ja mal reingucken, wurde mir hier gerade angezeigt. Ja. 462 PS. Aber das ist so ein Kipper. Na, kriegt man den dann auch ohne? Ja, das ist. Also irgendwie ist der Stream hier bei mir total verzögert. Ich sehe dich jetzt erst auf der Mod-Hub-Seite. Echt? So viel Verzögerung Ja. gerade? Ja, mir ernsthaft. Also. Okay. Es gibt hier einen Tatra Phönix mit Kran. Aber so ein Tatra Phönix ist tatsächlich. Einer, der für Forst durch den hohen Radstand geeignet ist. Es gibt den Tatra Phönix auch als Agro-Truck. Sehen für mich irgendwie beide gleich aus. Aber den werden wir gleich einfach mal probieren. Den Tatra Phönix. Der scheint relativ hoch zu liegen. Auch mal direkt speichern für später für die Modliste. Und dann gehen wir hier mal wieder auf Stream. Sollte das mit der Verzögerung nämlich wieder besser bzw. geringer werden. Hoffen wir das zumindest mal. Dass das auch funktioniert. Gibt einen 6 plus 6 Semi, 8 plus 8 Semi und 8 plus 8 Forestry mit Kranwagen. Ja, was habe ich mir jetzt hier gerade ausgesucht? Das Ding heißt einfach nur Tatra Phönix. Poste das hier mal in den Chat. Den da. Der sah jetzt ganz gut aus. Danke Lenny für dein Follow. Ja, der sieht doch ganz nett aus. Ja, und wir nehmen noch das Tatra Phönix Rudolf Pack, weil das hier gerade angepriesen wurde, lade ich auch mal mit runter. Dann lade ich die gleich beide auf den Server und dann kann man ja mal beim Einkaufen gucken. Müssen nur hochladen, aktivieren, Server neu starten, ne? Ja. Das müssen wir einfach nochmal eine Wendeschleife machen hier.
So, zwei Bahnen sind schon 51%. Gut, das Feld ist auch ziemlich lang gezogen. So, jetzt einmal Ordner öffnen. Ausschneiden. Galgenberg Mods einfügen. Es ist schön, dass, ne, wenn man jetzt so ein bisschen hier rumfährt, kann man das vorbereiten. So, jetzt könntest du ein bisschen hakeln, weil Upload läuft. Ist auch wirklich schön, dass die Felder eben nicht glatt sind wie ein Babypopo, ne? Ja. Das macht auch wieder so ein viel realistischeres Feeling, finde ich. Wolltest du jetzt noch eine Ladung holen oder wartest du auf den Truck, auf den Nee, ich bin schon voll. Ich versuche hier nur gerade irgendwie aus dem Waldstück irgendwie unbeschadet wieder rauszukommen. Aber es könnte gehen. Dieses Feld hat auf der Unterseite genau die richtige Arbeitsbreite, weil es ist, ne, wo ich gerade drauf zufahre, es sind genau drei Arbeitsbreiten. Feldbreite da unten zwischen dem anderen Feld und dem Haus sind genau 3 mal 24 Meter. Cool. Ja, man kann ja mal Glück haben. Abend, Andy. Auf geht's. Das heißt, du verkaufst jetzt gleich noch mal eine Ladung. Ja, es dauert aber noch ein bisschen, weil ich muss im Schneckentempo bis da fahren. Du könntest danach. Fühlt sich beim Bergabfahren mit Bremsen so an, als gäbe es keine Bremsen. Dann solltest du danach nach dem Verkauf den wieder abstellen am Fahrzeughändler. Weil wir werden definitiv jetzt gleich einen Tantra kaufen Ja. oder mieten. Die kosten so um die 120.000, 130.000 Euro. Ja, dann mieten. Aber den Dolly können wir dann gleich verkaufen, ne? Ja. Dann ist er noch nicht so alt und wir kriegen relativ viel wieder. So, ich brauche ja auch noch Setzlinge. Was haben wir denn hier? Fichte, Kiefer. Ich denke, Fichte wird es werden, wie immer.
Ja, wir haben jetzt ein Platinum-Add-on drauf. Das heißt, ich kann Setzlinge aus dem Platinum-Expansion kaufen. Dann sind da 240 Stück in so einer Kiste. Ich kaufe mal nur eine. Ja? Ja. Weil die kostet 12.000. Für 240 Setzlinge. Ich kriege ja gleich auch noch ein bisschen Geld, ne? So ist es ja nicht. Sind auch noch mal 10.000. Ja, auf der Hofbergmann-Beta haben wir alles erreicht, was man aktuell erreichen kann. Und deswegen haben wir uns entschieden, neue Herausforderungen auf einer neuen Karte zu suchen. Ob wir. Also ich denke, die Wahrscheinlichkeit, dass wir nochmal zu Hof Bergmann zurückkehren, ist relativ gering, aber nicht ausgeschlossen. Und Stefan? Ja, es war eine schöne Karte. Und vielleicht, wenn da irgendwann mal ein Update kommt, mit wo sich viel ändert. Wo es sich dann vielleicht da lohnt, dann auf der höheren Schwierigkeitsstufe nochmal anzufangen. Warum nicht? Das sieht nicht so aus, als wenn hier irgendwelche Feldwege wären, ne? Nicht so viele. Oh, bin hier irgendwie in eine Einfahrt reingefahren.
Ich habe den Hund auch schon gesehen, aber auch ich konnte ihn nicht streicheln. So, Dolly direkt verkaufen? Ja, da wir jetzt entschieden haben, dass wir definitiv einen LKW kaufen, schrägstrich mieten. Ich hatte mir jetzt gerade gedacht, ich fahre noch bis zum nächsten Feld, also hier das Feld 135. Ja. Und dann machen wir hier YouTube-Folgeende und einen kurzen Neustart. Ja, ich verkaufe dann aber hier schon mal das Dolly. Ja. Das macht doch Sinn. So, liebe Zuschauer auf YouTube, wir werden jetzt mal kurz hier die Folge beenden und wenn wir uns wieder melden, dann schauen wir mal, was der Forst-LKW so bringt. Danke fürs Reinschalten, bis dann und tschüss. Tschüss.